Dass Antiquitätenhandel ganz schön cool sein kann, wissen wir spätestens seit Fabian Karl bei der ZDF-Show Bares für Rares mitwirkt. Der flippige 28-Jährige ist zwar auch ganz schön gescheit, doch zieht er vor allem durch sein peppiges Äußeres die Aufmerksamkeit vieler Zuschauer auf sich. Seit 2013 ist der TV-Star bereits fester Bestandteil der Kultshow. Dass Fabian dabei wandelbar wie ein Chamäleon ist, wundert kaum. Kennt man ihn aktuell mit Kurzhaarschnitt, hat er schon so einige andere Frisurenphasen durchlebt. Im Jahr 2018 zeigt sich Fabian mit langen, glatten Haaren und sogar einem lila gefärbten Ansatz. Hättet ihr ihn auf diesem Foto erkannt? Wir nicht. Nur wenige Monate später, im Oktober 2018, zeigt er sich dann mit Kurzhaarschnitt und einem dunklen Rauschebart. Wahnsinn, diese Veränderung! Doch der kunstinteressierte Antiquitätenhändler kann auch ganz anders. Im Februar 2020 zeigt er sich mit süßem Wuschelkopf, tiefem Blick und sogar oberkörperfrei. Na, wie gefällt er euch am besten?